Bei der Neugründung der Linken gab es zwei männliche Doppelspitzen. Eine in der Partei, eine in der Fraktion. Morgen könnte erstmals in unserer Geschichte eine weibliche Doppelspitze im Bund gewählt werden. Ob wir gut durch die nächsten Jahre kommen, hängt aber nicht nur von den beiden Neuen ab, liebe Genossinnen und Genossen, sondern von uns allen. Also, statt abzuwarten oder rumzumägeln, sollten wir uns hinter ihnen versammeln und einen Kurs der politischen Vernunft stärken. Die neuen Vorsitzenden waren am Keim der bisherigen Konflikte beteiligt. Ganz gleich also, auf welcher Seite ihr bisher jeweils gestanden habt, wir alle können jetzt gemeinsam einen Strich darunter ziehen. Also möge die Partei vom Norden Mecklenburg-Vorpommerns zum Süden Bayerns, vom westlichsten Teil des Saarlandes bis zum östlichsten Teil von Sachsen sich hinter ihnen versammeln mit einem Ziel, damit wir zusammen die Linke noch stärker machen.